Ja, Freunde, so wird das Ganze ausgeliefert. Schwerer Karton, schafft ihr alleine nicht, müsst ihr mit zwei Leuten tragen. Wenn ihr es also irgendwo raufhieven wollt, Dachterrasse, sonst irgendwas, ja. Ja, Freunde, was ich euch schon mal sagen kann, ist, ihr braucht schon mal alleine eine halbe Stunde, um das Ganze hier auszupacken. Es sind gefühlt 1 Million Einzelteile. Und ihr seht hier, Transportschäden braucht ihr überhaupt gar keine zu befürchten, weil alles ist nochmal in einem Karton, egal welcher Rost oder welcher Stab oder welche Seitenstrebe, alles ist nummeriert übrigens, ja. Auch diese Teile hier könnt ihr sehen, ne, so mit 3, da 3, 2, 3, 4 und so weiter. So, meine Lieben, jetzt noch mal ein bisschen was zu den Einzelteilen. Ihr seht es hier, aber es ist von der Montage her, wenn ihr euch das so zusammenstellt, wie ich das auch immer mache, ne, von vorne nach hinten eben halt, was die Bedienungsanleitung anbelangt, also von hinten durchblättern und dann alles so hinstellen, dann ist es relativ einfach, denke ich mal. Also es sind wenige Schrauben dabei, also das heißt wenige, es sind natürlich ein paar Stück, aber ich denke, das bekommen wir hin und ich nehme euch jetzt so Step by Step immer mit, mache immer so ein Foto und habe da so eine kleine Diashow. Okay. So, Freunde, wir haben fertig und ja, vielleicht noch ein, zwei Hinweise neben dem Aufbau. Also, der Druckminderer ist schon im Lieferumfang, so ist das Rohr normalerweise dran. Ich musste jetzt nur, weil ich jetzt hier in Spanien bin, ein anderes System nehmen. Wir haben hier in Spanien Gasflaschen, da braucht man das nur noch draufstecken, einmal runterdrücken und dann hier einmal öffnen und alles ist gut. Viel, viel einfacher, aber hier wird auch wesentlich mehr Gas genutzt. So, was mir nicht gefallen hat, fangen wir vielleicht damit an, waren jetzt hier die Knöpfe, ja, die Regler. Also, allerbilligstes Plastik und hätte ich mir schon ein bisschen was aus Edelstahl oder so gewünscht, zumindest. Also, es ist jetzt kein großes Manko, ne? Und hier ist Gummierung dran und es passt haptisch in Ordnung, aber auch die Oberflächenversiegelung von solchen Plastikteilen, ne? Da schraubt ihr 5-mal drüber und dann ist das hier ab, ne? Und das ist gerade bei so einem Grill, wo man eventuell auch mal was schrubben muss, nicht toll gemacht. Also, gefällt mir nicht so gut. Was mir auch nicht gut gefällt, ist, dass wir hier vorne, die ganze Geschichte ist zu. Ne, ihr habt jetzt zwar so eine Ablage, halt euch mal so ein bisschen rein, könnt ihr natürlich jede Menge unterbringen, Öl, Soßen, sonst irgendwas, ne, oder euer Grillbesteck, wenn ihr wollt, könnt ihr machen, aber trotzdem, es ist zu und für mich gehört da vorne einfach irgendwie, ja, eine Tür dran. Ne? So, Grillbesteck, habt ihr auch hier die Möglichkeit, das Ganze dran zu hängen, passt. Die Ablagen, das Holz, wunderschön gemacht, aber auch sehr empfindlich. Man hat also hier, ich denke mal, nur einmal drüber lackiert. Ja, und hier neige ich persönlich fast schon dazu, damit es eben halt nicht zu viele Kratzer gibt, das Ganze dann einmal noch mit Klarlack zu versiegeln. War auch so ein Thema. So, was gut gefällt, ist die Geschichte hier oben, die Ablage. Die könnt ihr natürlich rausnehmen, ganz, ganz einfach. Ist hier nur eingesteckt und da einmal eingehangen. Ja, und die läuft also auch relativ gut. So, jetzt habe ich mal gekommen, nicht da auf die Geschichte. Nein, ne? Wenn man es dann auch wirklich gerade hält. Ja, ihr seht natürlich, das Ganze hat hier so ein bisschen Spiel und muss natürlich auch laufen, damit wir es auch zumachen können. Ja, und dementsprechend, wenn ihr jetzt so ein bisschen schief jetzt haltet oder hin und her wackelt, kann sowas auch mal runterfliegen. Aber ihr seht, wir machen es ein paar Mal. Es passt. Ja, also es läuft gut. Und was auch super gut gefällt, ist hier wirklich der Deckel. Ne? Also das hat man schön gemacht, Pulver beschichtet hier und wirklich unempfindlich die ganze Geschichte. Also das gefällt absolut gut, ist auch richtig schwer, also gefällt nicht so. Und ihr seht, macht wenig Geräusche, ist also wirklich gut gedämpft. Ne? Was jetzt Geräusche macht, ist innen natürlich dieses Gitter, ne? Aber das ist toll.
Was dann wieder nicht ganz gut gefällt hier bei der Geschichte, das ist hier hinten, hat man leider, ja, das Ganze offen gelassen. So, und dann ist natürlich in der Bedienungsanleitung steht natürlich auch drin, ihr sollt die Gasflasche an für sich nicht hier reinstellen. Ne? Das ist, sollte man deswegen nicht machen. Das ist A, natürlich auch heiß, auch unter so einem Grill hier kann es heiß werden. Und so eine Gasflasche, ja, weiß ich nicht. Ne? Hält natürlich einiges aus, müsst ihr selber überlegen, aber in der Anleitung steht no, no, ist durchgestrichen. Ja, so, und dann ist natürlich die Geschichte hier unten, diese drei Streben, aber keine Ablage. Ne? Also hier müsste man sich auch noch was basteln oder ein Blech reinlegen, irgendwie, damit man da unten eine Ablage hat. Ich kann da noch nicht mal hier unser Gasdruckminderer, unseren Gasanschluss reinlegen, weil der fällt auch durch. Also das ist völlig verschenkter Platz da unten. Also das finde ich nicht gerade gut. Vielleicht hat man es auch gemacht, damit keiner was reinlegt, aber ich kenne es hier von meinem Barney ein bisschen anders. Ne? So, ich hole mal Luft, vielleicht sprechen wir da noch zwei Sätze. So, die seitlichen Ablagen, die sind natürlich klappbar. Und zwar immer dann, wenn ihr den Deckel auf habt. Ne? Könnt ihr das relativ einfach machen und runterziehen. Und dann ist das Ganze auch erledigt. Und ihr bekommt es haptisch, habt ihr ja gesehen. Ich mache das einhändig an der Hand, die Kamera auch wirklich wieder super drauf. Ihr könnt das Ganze aber auch, wenn ihr es wollt, noch mittels zwei Schrauben fixieren, dass es dann wirklich auch so bleibt. Weil hier muss man natürlich aufpassen. Das ist natürlich auch fürs schnelle Hoch- und Runterklappen. Man kommt mal dran und dann fällt es natürlich auch runter. So. Und hier habe ich auch so kleine Stellen gesehen, hier, wo es dann, ja, in der Verarbeitung her, ne, sowas hier, finde ich, das muss nicht sein, das sollte schon ordentlich abschließen. Seht ihr, hier ist noch ein bisschen, was weiß ich, zerlaufenes Plastik und auch hier. Aber wir müssen auch immer wissen, in welcher Preisklasse wir uns bewegen. Und das ist ein Riesengrill mit drei Heizzonen und da muss man vielleicht an der einen oder anderen Stelle kleine Abstriche machen. So sehe ich das. Aber ansonsten nochmal. Sieht toll aus, hat eine richtig starke Größe. Ja, drei Zonen eben halt, wo ihr wirklich das Ganze hier, die dritte Zone, auch nicht mitfahren müsst. Also wirklich jede einzelne Zone fahren. Toll, ne? Also bis hierhin gefällt's. Und wir sehen uns dann beim Grillen wieder. Okay. So, aber vor dem Grillen muss ich auch noch was sagen, was mir persönlich auch sehr gut gefällt. Es gibt natürlich immer wieder Experten, die sagen, reinige den Grill nicht so sehr und Restaromen und so weiter und so fort. In der Gastronomie würde man den Laden zumachen, wenn es nicht gemacht wird. So, das sind immer so die zwei Dinge. Ne? Ich sage immer, ich bin ein großer Freund der Reinlichkeit und dementsprechend hätte ich gerne, dass das alles auch sauber ist. Und das hier ist eigentlich völlig normal, dass man den Grillrost abnehmen kann und dass man hier eben halt diese Abdeckungen hier von unseren Heizelementen abnehmen kann. Ja, das ist also ganz normal üblich. Das ist eigentlich bei jedem Gasgrill so. So, kann man in die Spülmaschine packen. Was hier noch ein bisschen anders ist, ist eben halt, ihr habt es gesehen im Zusammenbau, dass wir hier die komplette Wanne, ja, und zwar nicht nur die untere Wanne, die man üblicherweise immer rausziehen kann, sondern die komplette Wanne auch rausnehmen kann und das Ganze wirklich einmal komplett wieder spülen kann. Und hier ist es so, bei mir Ferienhaus, da steht sowas auch schon mal ein halbes Jahr und wird nicht genutzt. Und ja, ich will auch nicht, dass da die Tiere drin rumlaufen, sondern das soll schon wieder ordentlich sauber sein, wenn ich dann mal eine Zeit nicht hier bin. Ja, und ich denke, vielen von euch geht es auch so. Und insofern gut, dass man das alles so auseinandernehmen und reinigen kann. So, jetzt aber wirklich bis zum Grillen. So, meine Lieben, ihr seht, wir sind ganz gut vorbereitet. Wir machen jetzt was zusammen hier mit unserem Grill von Camping Gas. Und ja, ich wollte euch mal noch zeigen, dem einen oder anderen interessiert es hier, Gasflasche, ne? Ganz einfaches System. Wird hier einmal bloß zusammengedrückt, draufgeschoben, einmal hier runtergedrückt und dann einmal zack und schon haben wir Gas. Und kann man auch dran lassen, wunderbare Geschichte. Ja, da sagt man doch, nicht alles in Deutschland ist perfekt, ne? So, was aber hoffentlich perfekt ist, ist der Grill. Und was wir als erstes machen müssen, ich denke, das ist klar. Dafür steht hier das Öl oder vielen ist es nicht klar. Natürlich müssen wir das einmal jetzt einbrennen hier, damit wir hier oben zumindest auch, ne, einmal die Neugerüche rausbekommen und dann natürlich auch hier oben die Fläche zumindest einmal schon mal eingefettet ist. Ja, ich denke, das machen wir gleich und natürlich nehme ich euch mit, wenn wir es einschalten. Ich hole mal gerade ein Stativ, dann könnt ihr das besser nachvollziehen. Okay. Ja, Freunde, dann schalten wir unseren Grill mal ein und schauen wir mal, ob wirklich jede Stufe sofort funktioniert. Machen wir es einfach mal und zwar hier einmal nur, natürlich ist klar, auf Hochstellen und einmal hier an. Hört sich gut an. Ich hoffe, ihr könnt die Flamme hören. Machen wir es hier nochmal.
Ja, also hier wird es heiß. Hier wird es auch heiß. Ne? Nichts ist ärgerlicher, als wenn man hier tausendmal die Piezo-Zündung drücken muss. Also das ist immer, also für mich zumindest, wahnsinnig ärgerlich. Und machen wir die dritte auch noch. Schauen wir auch mal. Ja, auch die wird heiß. Also auch da sind wir auf voller Flamme. Auch das passt. Also wunderbar. Funktioniert einwandfrei. Ich hatte vorher anfangs ein bisschen über diese billigen Knöpfe gemeckert, aber ich hatte es natürlich vorher schon mal ganz kurz ausprobiert. Nein, also die sind haptisch sehr, sehr gut, machen also so vom Handling her eine große Freude. Also das ist gar keine Frage. Und nochmal, Hitzeentwicklung ist da. Wir stehen überall komplett auf hoch. Ja, und dann fetten wir jetzt mal ein und dann machen wir das Ganze zu, damit das Ganze hier einmal sich einbrennen kann. Ja, ich nehme jetzt hier so einen Silikonpinsel. Das ist jetzt auch keine große Weisheit, die dahinter steckt. Das wisst ihr alle auch. Und insofern, okay, hänge ich euch jetzt mal wieder kurz ab. So, ich habe uns gleich mal ein Thermometer reingelegt. Und wir können auch hier mal drauf schauen. Temperatur, ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Von da aus sind 199 Grad, die wir hier gerade erreichen. Wobei es hier vorne ist noch so eine kleine Lüftungsöffnung. Das ist auch richtig so, das sollte so sein. Und da habe ich es reingeschoben. So, schauen wir mal. Also wir kommen jetzt hier schon auf 207 Grad. Ja, also doch Temperaturen schon mal hervorragend. Ja, machen wir es nochmal auf. So, wenn es nicht mehr qualmt, dann sollte es eigentlich fertig sein. Wir legen das Thermometer jetzt ruhig mal hier nochmal zentriert ein bisschen mittiger rein. Dann machen wir es nochmal zu. Schauen wir wirklich mal, was hier an der Stelle passiert. So, ich halte euch nochmal aufs Thermometer hier. Jetzt wird es natürlich ein bisschen schwieriger, aber ich hoffe, ihr könnt von da aus erkennen, wir haben, naja, jetzt haben wir die Höchsttemperatur erreicht von 250 Grad. Ne? Wir waren bei 247 Grad. So, schauen wir nochmal, qualmt hier noch was, sind die Neugerüche weg? Nein, also alles wunderbar, da könnten wir starten. Ich mache aber jetzt Folgendes, um nochmal von vorne zu starten. Lass ich ihn jetzt nochmal einmal ganz kurz auskühlen. Und dann legen wir noch mal los und dann gibt es auch was zu essen, Leute. Ne? So, für die Interessierten nur ganz kurz, was machen wir? Wir machen auf einer Zone Hähnchenschenkel, wir machen auf der anderen Zone Rindfleisch und wir machen auf der dritten Zone Paprikas. Die habe ich eingelegt, ein bisschen Thymian, ein bisschen Koriander und so weiter, ein paar Kräuter. Könnt ihr euch selber aussuchen. Ja, und natürlich in Öl, sonst funktioniert das Ganze nicht. Auch bei den Hähnchen müsst ihr natürlich bei so einem Gasgrill immer sehen, dass ihr die, ich habe einfach gewürzt und Öl drüber geschüttet, fertig aus. Ne? Da braucht ihr euch jetzt keine riesen Mühe machen. Nachher nochmal eventuell hier so die Reste von unten einfach mal einpinseln. Das sollte beim Gasgrill so sein, damit ihr da nicht die Oberfläche verbrennt und so weiter. Ne? Sonst habt ihr da direkt verbrannt und... Ja, es braucht eine ganze Zeit, bis so ein Hähnchenschenkel gar ist. Die Rindfleischdinger sind relativ dünn. Es gibt ein paar dickere, zeige ich euch gleich. Und wir starten erneut. So, in dem Fall nehme ich jetzt einfach mal hier an der Stelle die Finger. Und dann geht das Ganze fixer und schneller. Und wir nehmen hier einfach diese dritte Region für die Paprikas. Und schauen mal, ne? Ihr könnt schon hören, knispert schon. So, ich hänge euch natürlich immer wieder ab und zu ein Stückchen ab, ne? Und ja, dann schmeißen wir einfach mal vielleicht auf der nächsten Region hier direkt unsere Hähnchenschenkel drauf. Ja, auch hier seht ihr schon, ruckzuck, also das waren jetzt die Aufheizzeit hier eine Minute, das ist sofort da, das ist denke ich mal auch jedem klar bei einem Gasgrill. Ne? Ja, und dann schauen wir mal, dass wir hier schon mal was haben, was wir relativ schnell verspeisen können. Das ist also relativ dünn. Ja, auch das lege ich jetzt erstmal einfach hier so mit den Fingern drauf. Und später machen wir dann noch ein paar andere Dinge hier. Die dickeren Stücke. Oder machen wir ja auch die beiden dickeren. Sparen wir uns für später. Machen wir erstmal die hier. Okay. Aber es hört sich schon mal richtig toll an, ne? So, meine Lieben, wie sieht's aus? Ich denke, ihr könnt schon sehen, die Paprikas, die sind schon richtig gut. Das ist der eine Punkt. Das Rindfleisch auch. Bei den Hähnchen ist das immer dieses Thema, bei den Geflügeln mit dem vielen Fett, gerade auf der Unterseite natürlich, ne, dass das Ganze natürlich dann entflammt und dann, ja, ich sage mal, etwas unschöner aussieht vom Grill her, aber
trotzdem hervorragend schmeckt, ne? Also das ist so dieses Thema mit den Hähnchen. Aber ihr werdet gleich sehen, auf der anderen Seite, wo nicht so viel Fett ist, sieht das wesentlich schöner aus, ne? Okay. Ja, und noch ein ganz wichtiger Fakt, ich nehme jetzt euch mal mit Stativ gleich mit, ne? Das ist die Geschichte, wird es denn gleichmäßig von vorne bis hinten? Und ihr könnt es von mir aus im Video zurückspulen und nachvollziehen, ich habe also hier nichts verändert, ne? Keine Scheibe von vorne nach hinten oder sonst irgendwas oder von links nach rechts, nein, nein. Und da könnt ihr sehen, dass es alles gleichmäßig hier geröstet wird, also wirklich von vorne bis hinten eine gute Temperatur hat. Ne? Insbesondere natürlich ab hier, weil ihr seht, ab hier ist es zu. Ja, und dann natürlich ab hier, wo wir hier die offene Flamme haben, also den offenen Luftzug. Ne? Ja, aber auch hier vorne, seht ihr, überhaupt gar kein Problem, wird also alles ganz toll. Also löst schon eine gewisse Begeisterung aus, was also hier diesen Grill von Campinggas anbelangt. Also bisher macht er alles ganz genauso, wie es sein soll, auch das Starten toll, Piezo-Zündung. Also bisher bin ich super zufrieden. So, ich habe noch mal einen kleinen Fakt geändert. Und zwar, eins ist natürlich klar, dadurch, dass wir von rechts und links noch Befeuerung haben, ist natürlich der mittlere Part hier der heißeste. Und da bin ich jetzt hergegangen, habe unsere Hähnchenschenkel, die ein bisschen länger brauchen, hier nach links gezogen und auf kleinste Stufe hier unten gestellt. Na, ich denke, das ist klar. Und hier in der Mitte unser Rindfleisch, um das nochmal hier wirklich nochmal komplett einmal durchzubraten, habe ich dann hier ein bisschen höher gestellt. So, und unsere Paprika, die liefen von Anfang an ganz harmonisch durch, die sehen gut aus, die können wir also wirklich so verzehren. Ja, ich würde sagen, ich esse jetzt mal ein bisschen was, lasse die Hähnchen natürlich noch drin, ja, damit wir die noch nachgaren können und mache dabei natürlich hier unseren Deckel dann zu. Ja, okay. Ja, Freunde, ich sag schon mal Bon Appetit und leg mal los, sage euch natürlich später noch, wie es geschmeckt hat. Ihr hört im Hintergrund, läuft noch die andere Geschichte, ne, mit unseren Hähnchen. Die Paprikas lege ich jetzt natürlich hoch, ja, dass die dann nicht weiter, oder ich mache es einfach aus, es ist noch einfacher. Und an dem Moment brauche ich es gar nicht hochlegen. Ja, und das Rindfleisch lege ich hoch und die Hähnchen lasse ich weiter gar. Okay. So, ich habe den kompletten Grill eben abgeschaltet und habe alles nach oben gelegt. Wir sind hier ungefähr, ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, so bei, ja, 70 Grad irgendwas, ne? Und wir lassen dann entsprechend hier unsere Hähnchenschenkel noch nachgaren. Natürlich, wenn wir jetzt immer wieder aufmachen, dann verliert das Ganze natürlich hier Hitze, ne? So, aber ich habe alles nach oben gelegt und auch das seht ihr haptisch, ne? Das ist hier so eine Geschichte, fällt das dann runter oder was passiert da, ne? Das ist die Geschichte, das muss natürlich oben bleiben und ist ja so eine Paprika, ne? Fettig, jetzt natürlich auch ein bisschen rutschig und ihr seht sofort, was öffnet, das sieht doch toll aus. Also das passt, das gefällt, ne? Ja, ich speise dann mal weiter, Leute, und die Hähnchen lasse ich weiterlaufen, stelle sie hier nochmal klein an, ich denke mal in der Mitte, ne? Okay. So, Freunde, ihr seht, es lichtet sich und ja, ich habe noch unser letztes Stück Rindfleisch draufgepackt und zwar hier auf der rechten Seite. Ihr seht, ich drehe es nochmal gerade eben rum, ne? Also auch das, richtig toll. Ja, lasse ich einfach mal hier liegen und auch unsere Hähnchen, ihr seht, ne? Also dass sie von der anderen Seite richtig toll aussehen, das passt. Die lasse ich aber trotzdem noch einen Moment hier drauf ruhen, mache es noch zu, damit die noch ein bisschen nachgaren können und das ist gleich fertig. Ja, nachher ziehen wir noch zusammen ein Fazit. Ich sage euch dann auch, wie es geschmeckt hat. Oder ich sage es euch jetzt schon, ganz hervorragend. Hähnchen habe ich natürlich noch nicht probiert, aber das Rindfleisch war toll. War also auf den Punkt genau, wirklich alle Stellen auch gleichmäßig durch, ne, weil es auch wirklich hier, also auch der Grill gleichmäßig heizt und gleichmäßig gebräunt von außen und, also ganz, ganz toll und super lecker mit den Paprikas drauf. Könnt ihr auch mal ausprobieren. Ja, und mit den Hähnchen sage ich euch noch beim kleinen Schlussfazit. So, unser Hähnchen ist am Nachgaren. Ich habe jetzt hier komplett ausgestellt, also jetzt gerade eben. Und wir sind hier sowas bei, ja, 125 Grad, wenn wir es ganz genau nehmen wollen, ne? Ja, und ich denke mal, das Hähnchen ist auch jetzt jede Sekunde durch und dann probiere ich das noch und dann ziehen wir ein Schlussfazit, wie es denn alles in allem unser Grill hier zu bewerten ist aus meiner Sicht heraus. Ihr könnt ja anderer Meinung sein, aber ich kann hier immer nur meine Meinung hier wiedergeben und ihr seht schon, es macht einen riesen Spaß. Ja, dann schauen wir mal nach dem Hähnchen.
So, Freunde, ihr seht, wir sind schon beim Nachtisch, Apfelkuchen und ja, es wird so langsam dunkel, deswegen machen wir jetzt hier so die letzte Szene von unserem Grill. Da steht er, ganz genau da. Ja, Verschmutzungsgrad nochmal eben ganz kurz, hält sich also absolut in Grenzen, natürlich da, wo das Hähnchen war. Ne? Ich denke, das ist klar, da ist viel Fett drin. Ja, ansonsten hat alles super funktioniert. Der Grill macht haptisch einen riesen Spaß, auch hier das Runterklappen. Wirklich ganz easy alles, also da braucht ihr nicht rumfuchteln, ne? Kenne ich von anderen Grills, dann fuchtelt man da rum, bis man es dann endlich da drin hat. Und nein, also die Schrauben waren ja auch von Anfang an schon drin. Zündung funktioniert einwandfrei, die Zonen sind alle gleichmäßig heiß, von vorne bis hinten. Die Ablage hier oben habt ihr auch gesehen, ne? Also dadurch, dass wir hier noch diese Querstange haben, hält alles, also selbst wenn ihr hier Gemüse und so weiter oben mit draufpacken wollt, vielleicht nur so mitgaren wollt, alles toll, gefällt gut. Thermometeranzeige hier oben habe ich auch nochmal kontrolliert für uns. Ich habe nochmal Thermometer auch reingelegt hier oben. Passt auch, also auch das ordentlich wird natürlich hier oben gemessen, muss man daran denken, wenn ihr auch mal so eine Messung machen wollt. Ich habe das Thermometer hier oben draufgelegt. Ne? Ja, also absolut klasse. So, Freunde, ihr seht, ich habe schon wieder alles gereinigt und habe ich mir gedacht, okay, ich kann euch ja hier nochmal mitnehmen, was den Startvorgang anbelangt, die Zündung anbelangt, wie schnell geht das, dass ihr auch nochmal seht, okay, das funktioniert wirklich bei jedem Mal. Und dann sprechen wir noch ganz kurz über die Reinigung und dann sind wir durch. Ja, dann machen wir es einfach. Ne? Ich stelle einmal hier ein und dann seht ihr, okay, erster ist da, machen wir es beim nächsten, auch der sofort da und dann machen wir es noch beim dritten einmal. Und auch das sollte da sein. Ja, ist es. Ne? Also ihr seht, funktioniert tadellos. Ich hoffe mal, ihr könnt das erkennen. Ist natürlich immer blaue Flamme, schwer zu erkennen mit der Kamera. Aber einwandfrei. Ja, sprechen wir erstmal über die Verschmutzung. Also, da unten diese Flecken, die waren schon. Ihr habt hier unten drunter die Fettwanne, die Auffangwanne. Und natürlich, weil wir das ganze Inlay haben, weil wir wirklich einen geschlossenen Kasten haben, geht hier wirklich also komplett nichts daneben. Ja, das ist immer so ein Thema, sowas später von eventuell porösen Terrassenplatten zu kratzen, macht gar keinen Spaß. Insofern wirklich alles absolut abgedichtet, toll, passt. Ja, hier die Geschichte, das ist natürlich eine Sache, die reinige ich später nicht mehr. Ne? Das habe ich jetzt nur einmal, ein einziges Mal gemacht hier für euch. Also da brennt sich natürlich alles ein, könnt ihr vergessen. Hier, was aber gut ist, ist die Oberflächenstruktur. Heißt also hier, die Versiegelung ist ganz toll. Es ist also, da braucht ihr wirklich nur mit dem feuchten Lappen einmal drüber, dann ist das Ding hier wieder sauber. Und auch hier natürlich klar, weil es höher steht, nicht wenig eingebrannt. Die Seitenteile. Erst wollte ich sie in eine Spülmaschine packen, hat sie schon drin, dann habe ich sie mal rausgenommen. Spülbürste, etwas Spülmittel und dann zack und hintereinander weg waren die wieder absolut sauber, sodass die Wanne auch nachher wieder schön aussieht, wenn wir es draufpacken. Ja, genauso mit unseren Grillrosten, die sind natürlich hier oberflächenversiegelt, heißt emailliert und dementsprechend auch absolut toll zu reinigen. Also wirklich nur Schwamm drüber, fertig. Also Reinigung war auch extrem einfach. Ich setze es nochmal zusammen. Ja, ihr seht, ne, alles wieder astrein sauber geworden. Das wollte ich euch noch mal ganz kurz zeigen. Und jetzt machen wir es einmal noch ganz kurz hier zusammen. Dann haben wir es komplett. Und auch das hier ist alles logisch, so wie es zusammengebaut wird nachher wieder. Da braucht ihr also nicht lange drüber nachdenken, sondern ihr seht, es sind auch Nummerierungen dran. Auch hier diese Geschichte, die Ablage oben, passt alles. So, ihr habt gesehen, wir haben eine gleichmäßige Hitze. Das Starten funktioniert einwandfrei. Die Knöpfe habe ich am Anfang ein bisschen drüber gemeckert machen, aber haptisch ein Riesenspaß, also vom Handling her ist das toll, fühlt sich gut an, das ist dann immer das, was man sagen kann, es läuft gut, ne? Ja, das Auseinanderklappen, alles toll, wunderbar, wirklich ein leicht zu aufzubauender Grill, leicht zu bedienen und er macht genau das, was er soll, überall gleichmäßige Hitze, toll und auch wirklich genau justierbar, einstellbar, absolut klasse, von mir gibt es eine ganz klare Kaufempfehlung. Ich hoffe wie immer, ihr könnt ein bisschen was damit anfangen und wenn ihr es kauft, wünsche ich euch viel Spaß mit dem Gerät hier. Alles Gute, bis zur nächsten Review, euer Mr. Bowlfish.